Ich gebe dir heute vier wichtige Tipps, die dir dabei helfen, dein Reverb oder Hallplug in jeder Zeit richtig einzustellen. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ein Hallgerät einzustellen ist für viele Anfänger, aber auch für viele Amateure eine echte Herausforderung. Und viele Mixe klingen auch deswegen dumpf oder nicht transparent, weil ein Hallplugin nicht richtig oder nicht optimal eingestellt wurde. Deswegen gebe ich dir jetzt vier wichtige Tipps, wie du deinen Hall jederzeit optimal einstellen kannst. Und wir fangen gleich an mit Tipp Nummer 1 und das ist der Dry-Wet-Regler. Das mag sehr, sehr basic klingen. Aber das Verhältnis, das du einstellen kannst zwischen trockenen und verhallten Signal, kann einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie dein Element, dein Gesang oder dein Instrument tatsächlich klingt. Möchtest du, dass deine Vocals zum Beispiel klarer, präsenter und direkter sind, dann nimm prozentual nicht so viel Wet-Anteil von deinem Hall. Dann hast du die Vocals zum Beispiel schön klar vorne im Mix und du hast trotzdem noch eine schönliche Räumlichkeit des entsprechenden Halls. Möchtest du ein Element weiter nach hinten im Mix schieben, möchtest du es größer und etwas verhalter machen, dann dreh prozentual den Wet-Anteil etwas weiter hoch. Dadurch klingen die Signale meistens auch etwas dumpfer und weiter weg. Denk auch daran, dass nicht alle Elemente immer den gleichen Hallanteil brauchen. Zum Beispiel kann es Lead-Vocals haben, denen möchtest du einen bestimmten Hallanteil geben und die Backing-Vocals, denen möchtest du einen anderen Anteil an Hall geben, meist mehr, um sie weiter nach hinten zu bringen. Ein anderer Trick ist, unterschiedliche Halleinstellungen für unterschiedliche Songparts zu verwenden. So kannst du zum Beispiel deine Vocals im Vers mit weniger Hall versehen und im Chorus mit mehr Hall versehen, um sie größer zu machen. Kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt und das ist die Decay-Zeit. Bei manchen Plugins heißt das auch Länge oder zu Deutsch Nachhallzeit. Sehr kurze Nachhallzeiten, zum Beispiel zwischen 100 und 500 Millisekunden, empfehlen sich, wenn du ein Signal etwas größer darstellen möchtest, eine natürliche Räumlichkeit haben möchtest. Möchtest du ein Element weiter hinten im Mix einbetten, empfehlen sich eher längere Decay-Zeiten von 500 Millisekunden aufwärts. So drückst du das Element nach hinten, machst es dunkler, größer und schiebst es einfach im Mix weiter hinter andere Elemente. Ich setze kürzere Decay-Zeiten sehr gerne für Vocals ein, für Lead-Instrumente zum Beispiel, weil es gerade bei Vocals oder auch bei Gitarrenaufnahmen nicht wirklich gut klingt, wenn du jetzt bei einer Gitarre den Amp abnimmst, wenn du nur den Raum hörst, den Studioraum, das klingt sehr, sehr trocken, sehr direkt und ein bisschen langweilig. Da verwende ich gerne etwas kürzere Hals oder Raumhals, die einen Raum simulieren, um dem Signal ein bisschen mehr Natürlichkeit und Größe zu geben. Längere Hallzeiten setze ich gerne in sehr sparsam arrangierten Songs ein, wo also viel Luft ist, wo viel Platz ist. Nehmen wir mal an, deine Vocals singen im Vers und haben, bevor es in den nächsten Songpart übergeht, lange Pausen. Dann kannst du zum Beispiel ein sogenanntes Throw-Reverb einsetzen. Ein Reverb nur auf ein Wort. Du kannst natürlich auch in unterschiedlichen Songparts unterschiedlich lange Decay-Zeiten einsetzen. Im Vers ein kürzeres Reverb und im Chorus ein längeres Reverb für die Vocals, für die Gitarren, um den Chorus einfach größer und fetter darzustellen. Kommen wir zu Punkt Nummer 3 und das ist das Pre-Delay, der am meisten übersehene Parameter beim Hall-Plugin und gleichzeitig der, den die meisten am wenigsten verstehen. Die Pre-Delay-Zeit bestimmt, wie lange es dauert, bis du die ersten Reflexionen hörst, nachdem das Originalsignal erklungen ist. Und je länger die Pre-Delay-Zeit, desto größer erscheint dir der Raum. Wenn ich jetzt also hier ein Wort sage und die nächste Wand, an die mein Schall stoßen kann, ist 10 oder 20 Meter weiter weg, dauert es natürlich eine ganze Weile zwischen trockenem Signal und dem Einschlag der ersten Reflexionen bzw. der Nachhallzeit. Also je größer das Pre-Delay, desto größer nimmst du den Raum wahr. Ein paar Beispiele. We'll be right back.
keine Pre-Delay-Zeit, also 0 Sekunden, hält das Reverb sehr subtil, sehr schmal. Denn das Reverb setzt sofort ein, wenn du deinen Ton oder dein Wort gesprochen hast als Sänger. Und dadurch wirkt das Ganze sehr dicht, aber auch sehr subtil vom Hall her. Bei sehr kurzen Pre-Delay-Zeiten, zum Beispiel 25 Millisekunden, dauert es ein kleines bisschen, diese 25 Millisekunden, bis die ersten Reflexionen kommen. Das kann sehr bei Vocalaufnahmen helfen, um die Sprachverständlichkeit zu verstärken. Bei sehr, sehr langen Pre-Delay-Zeiten von 80 Millisekunden oder noch länger bekommst du irgendwann so eine Art Slap-Delay. Das heißt, dein Originalsignal klingt irgendwie seltsam entkoppelt vom Hall. Und das klingt richtig komisch und auch nicht mehr gut. Kommen wir zu Tipp Nummer 4 und das ist, einen Equalizer mit einzusetzen. Manche Reverb-Plugins haben bereits einen Equalizer mit eingebaut, in dem Plugin direkt selber oder in der Hardware-Unit, manche nicht. Ich rate dir aber den Equalizer deines Vertrauens nach dem Hall-Plugin einzusetzen, denn so hast du einfach mehr Optionen und kennst dich besser aus. Drei EQ-Techniken sind sehr effektiv in Bezug auf Hall. Die erste ist ein High-Pass-Filter. Ein High-Pass-Filter poliert deinen Sound ein bisschen auf, indem er den Low-End-Rumble, also das mumpfige Gerumpel unten im Low-End wegnimmt und dadurch dein Signal transparenter und klarer macht. Technik Nummer 2 ist ein Low-Pass-Filter, also genau das Gegenteil davon. Du nimmst jetzt was von den Höhen weg und das kann helfen, Elemente im Mix weiter nach hinten zu schieben. Zum Beispiel die Backing-Vocals hinter die Lead-Vocals und sie etwas dumpfer klingen zu lassen. Eine andere Technik ist die Kombination aus beiden, der sogenannte Abbey Road Reverb Trick. Du beschneidest also die Hallfahne in den Höhen und in den Tiefen und hebst unter Umständen sogar den Mid-Range-Bereich ein bisschen an. So kannst du sehr lange Reverbs einsetzen, ohne dass sie den kompletten Mix zermatschen. Noch ein kleiner Bonustipp: Wenn trotz aller EQ-Bearbeitungen dein Hall sehr klirrend klingt, sehr kreischig klingt, dann kannst du versuchen, vor dem Hall-Plugin noch einen De-Esser einzusetzen, um gerade diese klirrenden Geräusche im hochfrequenten Bereich ein bisschen runterzudrücken, wenn du den De-Esser nicht schon auf deine anderen Elemente eingesetzt hast und er da seinen Dienst tut. Übrigens, wenn dir die Tipps bis hierher gefallen haben und du möchtest noch mehr Tipps zum Umgang mit Reverb, dann empfehle ich dir mein PDF, die 5 wichtigsten Parameter eines Hallgerätes. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du es dir runterladen. Da erkläre ich dir die 5 wichtigsten Parameter und wie du sie so einsetzen kannst, dass dein Reverb jederzeit im Mix perfekt klingt. Unten im ersten Kommentar angepinnt, unbedingt runterladen. Bonustipp Nummer 2, stell dein Reverb nach einer Reverb-Tabelle ein. Hören wir uns erstmal hier dieses Beispiel an. Einfach Snare-Drum-Schläge, in denen der Hall viel zu lang eingestellt ist und die Snare-Drum-Schläge sozusagen in dem Hall absaufen. Ja, du hörst, das ist jetzt viel zu viel und deswegen stellen wir jetzt unseren Hall nach einer Delay-Tabelle ein. Das heißt, ich kann den Hall so lange einstellen, dass er genau eine Viertel nachklingt oder kürzer oder länger, je nachdem, welchen Notenwert ich möchte. Ich gehe hier auf die Delay-Tabelle, die ist von tonstudiowissen.de und suche mir jetzt hier meine BPM-Zahl raus, das sind 120. Und wenn ich jetzt hier eine Viertel möchte, dann siehst du, dass ich hier 500 Millisekunden einstellen möchte. Oder wenn ich zum Beispiel eine Achtel möchte oder noch kürzer, dann teile ich das einfach durch 2. Und somit kann ich meinen Hall viel genauer einstellen auf die BPM-Zeit, sodass er mir nicht die ganzen Snare-Drum-Schläge hier zumüllt.
Jetzt sagst du dir vielleicht, okay, alles schön und gut, super Tipps, habe ich schon verstanden, einige davon habe ich schon gekannt, aber welchen Reverb-Typ soll ich denn jetzt eigentlich einsetzen? Ein Plate-Reverb, ein Church-Reverb, ein Ambience-Reverb, ein Spring-Reverb, wo ist da der Unterschied? Und welchen Reverb-Typ brauche ich für welches Instrument oder für welchen Gesang? Ich kann dir dazu nur sagen, mach nicht so eine große Wissenschaft draus. Es ist wirklich nicht so wichtig, ob du jetzt einen Kirchenhall hast oder einen Hall, der einen Tunnel simuliert oder einen Spring-Reverb, der einen Reverb von einem Gitarren-Amp simuliert. Am wichtigsten sind die Decay-Zeit und die Pre-Delay-Zeit. Wenn du die richtig eingestellt hast, dann klingt dein Hall definitiv schon mal gut und in den meisten Fällen auch richtig und erfüllt seinen Zweck. Ich zeige dir jetzt trotzdem noch mal ein paar unterschiedliche Halltypen auf das gleiche Signal, damit du ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, wie die klingen. Würde mich natürlich noch interessieren, wie du mit Hall umgehst. Nimmst du nur ein Hall-Plugin auf einen Mix oder sind es 4 oder 5? Sind das immer die gleichen Algorithmen oder benutzt du unterschiedliche? Schreib mir das bitte mal unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Hall ist übrigens auch ein sehr großer Faktor beim Thema Tiefenstaffelungen. Wenn dich interessiert, wie das funktioniert, dann empfehle ich dir dieses Video, da habe ich dir das genau erklärt. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben und wir sehen uns bald beim nächsten Tutorial. Viele Grüße aus Spanien. Bis dann!